Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Wenn man schon die Gelegenheit hat, soll man sie auch nutzen. So auch jetzt bei der Fahrvorstellung des Opel Zafira Live. Das Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Habe ich jetzt mir auch noch den Opel Combo XL einmal vorgenommen. Der Combo Live wurde von mir ja schon einmal vorgestellt. Video könnt ihr euch ebenfalls nochmal oben anschauen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, hey, wie ist denn tatsächlich eigentlich dieser kleine 7-Sitzer-Hochdach-Van gegenüber dem Zafira Live, wenn man vor der Entscheidung steht, würde mir der große eigentlich reichen? Brauche ich 9 Sitze? Und ist der so viel schlechter, weil deutlich billiger? Genau deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch einfach noch mal kurz den Opel Combo Live als XL-Variante an, denn den hatte ich euch ja noch nicht gezeigt. Also einsteigen, rumlaufen und einfach nur mal kurz ein Fazit ziehen. Dann machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Viel Spaß! Was als erstes auffällt beim Opel Zafira Live ist, dass er natürlich ebenfalls das Opel Markengesicht trägt. Wir haben hier die Scheinwerfer mit dem Winkel als Tagfahrlicht drinnen. Wir haben auch die Chromschwingen, die das Opel Logo tragen. Und wenn wir uns schon die Seitenlinie ansehen, dann fällt uns natürlich auf, klar, wir bewegen uns nicht im selben Segment, sondern der Combo ist auf alle Fälle ein Hochdachkombi. Mit seinen 4,75 Meter als XL-Variante hängt er genau von der Größe mittendrin zwischen dem Opel Zafira Live S und M, denn der S Länge 4,60 Meter, der M hat dann 4,95 Meter. Und genau da liegt vielleicht auch das Interessante wiederum am Combo Live. Wir haben auch zwei Schiebetüren, wobei die Schiebetüren hier manuell öffnen. Ganz klar, der Opel Combo ist ein etwas einfacher gestricktes Fahrzeug als der Zafira Live, der noch mehr punktet mit Luxus-Features und noch mehr, naja, Platz einfach im Innenraum. Dennoch, wenn man sich die Variante hier vom Combo XL anschaut, wir haben hier auch ebenfalls eine sehr steil abfallende Heckklappe. Wir haben das separat zu öffnende Heckfenster und hinter der Heckklappe, wenn wir sie einmal kurz öffnen, verbergen sich optional maximal eben 7 Sitze, wenn wir uns das hier anschauen, die hier einfach nur so aufgesteckt sind. Die zwei Zusatzsitze können auch ausgebaut werden. Dann haben wir einen reinen 5-Sitzer. Sehr interessant zudem, wenn wir das Ganze hier betrachten. Wir haben hier ein Laderaumrollo, was ich sehr zu schätzen weiß, im Gegensatz zu einer Hutablage. Das hat Opel hier sehr, sehr clever gelöst. Dann haben wir auch die Möglichkeit, hier nur tatsächlich Isofix an den drei Mittelplätzen der Reihe oder den drei Plätzen hier in Reihe 2 zu machen. Ich habe hier einmal den Kindersitz integriert. Wir können uns das einmal ganz kurz anschauen. Wie gesagt, die Schiebetüren gehen sehr leicht auf. Also da brauchen wir auf alle Fälle keine elektrische Hilfe. Wenn wir uns das Ganze anschauen, hier tatsächlich, hier sind, habe ich jetzt mein ganzes Equipment natürlich liegen. Deswegen ist das Ganze etwas quick and dirty, wie gesagt. Sehen wir aber, wir haben hier den Kindersitz auch in der Mitte integriert. Die Seitentüren bieten auch zusätzlich hier noch Rollos. Wir haben ebenfalls die zu öffnen elektrisch, da haben wir den elektrischen Öffner. Hier ist die Tür dann im Öffnen zu schließen, auch sehr einfach. Wir haben ebenfalls hier auch noch Tische, wobei diese Tische nicht sonderlich stabil sind. Was schade ist bei den Isofix-Verankerungen, wenn wir uns die einmal genauer anschauen, da gibt es nämlich nur einen Reißverschluss und da müssen wir uns hier tatsächlich relativ fummelig die Isofix-Haken freilegen. Aber gut, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das sicherlich auch kein großes Drama mehr. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal noch das Interieur genauer an und sprechen dann anschließend noch mal ein bisschen über das Fahren. Ich habe jetzt nach vorne geschwungen beim Opel Combo Live und wir schauen uns das Ganze doch jetzt einfach mal an. Wenn wir natürlich jetzt den Zafira Live zum Vergleich heranziehen, dann fallen uns schon mal zwei Dinge auf. Punkt 1, das Infotainment-System. Das ist hier im Opel Combo nämlich deutlich moderner, weil einfach auch schon allein ein größerer Bildschirm
Wir haben hier mal 1 Zoll größer. Das Ganze ist auch von der Bedienung noch mal besser. Die Auflösung ist noch mal besser tatsächlich als beim Combo, beim Saphira Live. Insgesamt auch ebenfalls ein eher nutzfahrzeugorientiertes Interieur. Das heißt, also wir haben hier harte Kunststoffe, ja, teilweise auch nicht so hundertprozentig eingepasst. Das ist natürlich etwas, was nicht so schön ist, muss ich zugeben. Würde mir jetzt ein bisschen widerstreben. Dennoch, wir haben auch hier ein riesiges Handschuhfach oben und unten. Wir haben hier hinten noch ein kleines Ablagefach. Jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Vorteil. Wir haben hier eine Induktivladeschale. Die bietet nämlich beispielsweise der Saphira Live nicht. Wir haben hier den Handschaltknauf, ansonsten würden wir hier auch eine 8-Gang-Automatik optional bekommen. Hier ist tatsächlich auch das Opel-Lenkrad verbaut im Gegensatz zum Saphira. Wir haben hier also eine Lenkradheizung drinnen. Das Ganze schaut auch noch mal ein bisschen schöner aus. Ansonsten ebenfalls analoge Rundinstrumente hier. Ein Farbbordcomputer haben wir hier auch drinnen. Wir haben noch mehrere Becherhalter. Wir haben hier auch eine sehr, sehr breite, diese optional breite Mittelkonsole, die durchgängig ist, mit einem riesigen Fach, wo wir auch alles Mögliche unterbringen. Die Ablagemöglichkeiten auch hier oben tatsächlich am Dachhimmel sind eben beim Opel Combo tatsächlich noch einmal ein Stück besser als beim Saphira. Das heißt also, wir haben hier noch mal mehr Ablagemöglichkeiten. Das Fahrzeug hier vor allem mit jede Menge Krimskrams auszurüsten. Sitztechnisch sitze ich hier ebenfalls auf keinen AGR-Sitzen. Die gibt es weder beim Saphira Live noch beim Opel Combo. Sehr, sehr schade. Habe ich aber schon bei den Opel-Leuten angebracht. Und hier wurde mir auch gesagt, naja, bei einer Modellpflege, vielleicht kriegt man da noch mal einen eigenen Charakter noch weiter ausgeprägt. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Genauso sehr, sehr schade eben beim Opel Combo Live, dass wir hier nicht mal ein Xenonlicht oder aber ein LED-Lichtguard bekommen, sondern wir kriegen hier auch nur Halogenlicht, was ich ebenfalls in einem heutigen Fahrzeug eigentlich schon sehr, sehr schwach finde. Dennoch, die Verarbeitung ist insgesamt passabel und gut. Das ist alles so gut zusammengesteckt. Okay, einzelne Materialien sind nicht so hundertprozentig aufeinander abgestimmt, nicht ganz entgratet. Das ist jetzt eben leider so ein bisschen etwas, was man aber, glaube ich, hier noch akzeptiert in so einer Fahrzeugklasse, wenn auch tatsächlich der Preis hier vom Combo ja auch nicht allzu hoch günstig ist, sondern auch schon etwas teurer. Dennoch liegen wir jetzt hier tatsächlich immer noch mal ganz locker so rund 10.000 bis 12.000 Euro eben unter einem vergleichbaren Saphira Live. Ich bin unterwegs jetzt mit dem Opel Combo Live XL und ich muss sagen, was als erstes auffällt, der Opel Combo ist extrem handlich und agil im Gegensatz zum Saphira, obwohl er tatsächlich diese Abmessungen hat. Selbst mit diesem 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner, der hier unter der Haube hängt, der passt nämlich sehr, sehr gut übrigens in den Combo Live XL. Klar, wir brauchen nicht reden, ist der Wagen voll besetzt, dann wird das Ganze zäh. Aber in meinen Augen muss man aber auch da dann einmal die Kirche im Dorf lassen, denn selbst wenn das Fahrzeug voll beladen ist, dann fährt man eh nicht auf der letzten Rille. Viel wichtiger im Alltag ist aber, dass der Wagen hier komfortabler ist als tatsächlich der Saphira Live. Hat eine weichere Federung, hat eine deutlich leichtgängigere Lenkung, auch eine leichtgängigere Schaltung. Hat auch eben modernere Assistenzsysteme, einen aktiven Spurhalteassistenten beispielsweise, während der Saphira nur einen Spurverlasswarner hat. Ja, also da wirkt tatsächlich der Combo fast schon frischer gegenüber dem Saphira Live, der offiziell eigentlich das neuere Fahrzeug ist für Opel. Ja, kommen wir zum Ende von diesem netten, kurzen Video zum Opel Combo Live XL. Und eben zu einem kleinen Fazit auch, was ist denn der bessere Opel für die Familie, der Saphira Live oder eben unser Combo XL. Jetzt ist die große Frage eben, was man möchte. Wer wirklich häufig mit mehr Kindern unterwegs ist und vor allem auch viele Kindersitze unterbringen muss, der benötigt schlicht und ergreifend tatsächlich den Saphira. Ebenfalls natürlich auch, wer stärkere Antriebe möchte, muss zum Saphira greifen, da der Saphira eben bis zu 177 PS bietet, wobei beim Combo schon bei 130 PS aktuell Feierabend ist.
Elektrifiziert werden beide zum Schluss tatsächlich, sowohl der Combo als auch der Saphira Live, falls es da Interesse besteht. Ich würde jetzt aktuell wohl wahrscheinlich hier zum Combo XL greifen, denn der reicht in den meisten Fällen tatsächlich aus. Ich bin aber auch jemand, der vielleicht nicht eben den als Siebensitzer nehmen würde, sondern einfach den großen Kofferraum hier nutzen würde. Für lange Strecken und hohen Reisebedarf ist wiederum der Saphira das bessere Fahrzeug. Ja, ihr merkt schon, es ist eine relativ schwierige Entscheidung, die man so einfach tatsächlich nicht fällen kann, wie ich vielleicht am Anfang dachte. Dennoch muss man aber ganz klar sagen, budgettechnisch macht der Combo schon einen richtig, richtig guten Eindruck. Er ist halt einfach rund 10.000 bis 12.000 Euro, wie erwähnt, günstiger als der Saphira. Und aus dem Hintergrund würde ich wahrscheinlich den Combo doch noch als Endsieger der ganzen Vergleicherei, sage ich jetzt einfach mal, sehen. Ich weiß nicht, was ihr meint da draußen. Wie würdet ihr denn den Vergleich sehen? Kann man beide Fahrzeuge eigentlich überhaupt miteinander vergleichen? Sollte man sie miteinander vergleichen? Und wenn ja, für welchen würdet ihr euch denn entscheiden und warum? Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen diskutieren über das Thema. Und ich werde mich freuen, wenn ihr auch wieder reinklickt. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und natürlich auch die Abo-Glocke noch zu drücken, damit wir uns möglichst schnell auch wiedersehen. Bis dahin, tschüss und Servus aus dem Rheingau, sagt dann euer Ubi.